herzlich willkommen beim Filmdialog mit Marius Meyer und Lennart Moschmeier. Das bin ich. Heute besprechen wir Uncut Gems oder Der schwarze Diamant auf Netflix mit Adam Sandler in der Hauptrolle. Regie führten Josh und Benny Safdi, die Safdi-Brüder. Und in dem Film spielt Adam Sandler einen Juden. Ach nee, einen jüdischen Juwelier mit Geldproblem anscheinend, der aus Äthiopien einen Blutdiamanten erwirbt, um ihn halt zu einem Mehrwert zu verkaufen. Das ist eigentlich grundsätzliche Story. Nebenbei hat er Schulden bei seinem Schwager, der auch in die jüdische Familie mit reingehört, Probleme mit seiner Familie. Er hat eine Affäre mit einer sehr gut aussehenden Frau, die seine Angestellte ist in seinem Juweliergeschäft. Er verkauft den Opal, wie er da genannt wird, an, wie heißt er nochmal? Basketballer, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Kevin Garnett ist auch nur einer der größten Basketballer aller Zeiten, der sich selbst spielt, was ziemlich witzig ist. Und der Film spielt 2012, wo Kevin Garnett noch ziemlich gut war. Ja. Und das ist auch das meiste, was ich zur Story sagen möchte, weil die Story ist tatsächlich gar nicht mal so großartig, herausragend. Ein bisschen so, Snatch, Schwein und Diamanten von Guy Ritchie. So ein bisschen. Es ist ein Dialogfilm, in dem es darum geht, dass das, was passiert ist, wie die Charaktere es untereinander rechtfertigen. Genau. Es ist eine Sache passiert am Anfang des Films. Dieser Opal ist durch die Hände von mehreren Leuten gegangen. Und wer hat jetzt Geld, um was zu bezahlen? Und diese Charaktere müssen das jetzt, Fachwort, pass auf, ausklüngeln. Sehr schön. Was den Charakter ausmacht, was der größere Tickpunkt auch meistens ist bei dem Film, dass die Leute Adam Sandler nicht mögen. Also, okay, man kann Adam Sandler nicht mögen, aber... Aber die Performance ist super. Die Performance ist fantastisch und gar nicht mal so weit weg von Adam Sandler-Filmen tatsächlich. Ja, klar. Er hat immer noch so was leicht Humoristisches, ja. Aber seine Performance ist halt so unangenehm. Es ist halt wirklich, er ist kein sympathischer Charakter. Er hinterzieht Geld, er ist laut, er ist nervt. Oh, er ist Adam Sandler, aber er ist halt auch einfach... Ja, er ist unangenehm. Das macht er ist ein furchtbarer Opportunist, schmierig, ekelhaft auch teilweise. Friedrich Merz? Ja, Politik Merz. Aber das macht ihn auf jeden Fall aus. Das macht ihn zu einem guten Charakter, mit dem man sogar mitfiebern kann zum Ende. Er ist sehr stark, er hat mich an Bad Lieutenant erinnert. An Harry Keitel. Genau. Genau, das sehr ähnlich vom Charakter und auch von der... wie sich der Film so abspielt, dass es immer darum geht, dass er immer tiefer in seinen eigenen Lügen und Problemen versinkt. Genau, er hat viele Geldprobleme, wie wir gesagt haben. Er versucht nicht ein Problem zu lösen, sondern schafft sich mehrere, indem er auch auf eine Auktion geht und seinem, weiß nicht, irgendeinen Verwandten sagt, er soll drauf bieten, damit Garnett den nicht kauft. Oder ihn für mehr Geld kauft. Genau, am Ende kauft, also sein Familienmitglied kauft das dann. Toll, hast du nicht dein 120.000 so in der Richtung Rad verloren wieder? Ja. Und er sagt, ja, alles gut, alles super. Ich habe eine schöne Freundin, die wirklich ziemlich schön ist, die bekannt ist aus Uncut Gems. Und das war ihre allererste Rolle. Oh. Ich glaube, Julia Fox war ihr Name. Ich blende es hier mal kurz ein. Für Recherchezwecke. Genau. Und wie gesagt, das ist alles so Story. Adam Sandler kämpft gegen The Weeknd, was ziemlich witzig ja, ist. Ja, stimmt. Noch. Auch großartig. Und das finde ich sehr interessant. Warum spielt der Film in 2012? Weil anscheinend Kevin Garnett dann Basketball spielt. Halt, weil auch Adam Sandler auf Sportwetten steht. Ja. Er steht auf diesen Kick, was auch das große Finale ausmacht. Und die Safdi-Brüder, ja, muss man immer lachen, haben vorher Good Times gemacht von 2017 mit Robert Pattinson. Und die werden eingeordnet zum Crime-Thriller. Und was ich interessant finde, Crime gibt es nicht auf Deutsch. Das ist kein Genre, was es im Deutschen... Verbrechen! Ja, das gibt es halt nicht. Das ist wieder Mafia-Film oder Gangster-Film, sowas, James Kenny, öffentliche Feind und sowas von früher. Aber Crime gibt es nicht als deutsches Genre. Also nicht... Das ist dann mal ein Drama oder ein Thriller, ja. Es ist halt einfach ein Film, der einen sehr reinzieht. Man muss sich mit diesem... Crime zeichnet sich ja dadurch aus, dass man moralisch ambivalenten Charakter hat. Mhm. Dem man nicht vertrauen kann. Der Crime-Charakter ist immer ein böser Hauptcharakter sozusagen. Mhm. Man ist moralisch, er handelt meist amoralisch, wo man sich halt selbst nicht verbinden kann. Unbedingt. Und daher stand ja auch die Faszination für so eine Charaktere. Mhm. Warum lieben alle Scarface? Genau. Scarface ist ja auch ein Crime-Film.
Und es, in Crime-Filmen geht es ja darum, dass Leute Verbrechen begehen. Was er hier nicht mal unbedingt Heat. Macht. Ja, Heat beispielsweise. Aber in diesem Film macht Adam Sandler, was macht er Unrechtes? Also wirklich Illegales macht er ja eigentlich nichts. So in der Richtung, er will nur einfach sein Opal verkaufen, um Geld zu verdienen. Gut, er betrügt seine Frau, moralisch ein bisschen verwerflich. Und, weiß ich nicht, dieser Flow von dem Film, darauf möchte ich auf jeden Fall eingehen. Das ist komisch, ich weiß nicht, warum ich diesen Film so gut finde. Also es war für mich einer der besten Filme des Jahres 2019. Ja. Und auch könnte mein Lieblingsfilm werden für die Zukunft. Man kann ihn sich so angucken, weggucken, der geht fast 2,5 Stunden, der Film, aber zack, vorbei. Er nimmt sich an verschiedenen Stellen unterschiedlich viel Zeit, Momente zu erklären. Manche Momente wirken in der Zeit des Moments extrem lang. Dann wird auf einmal Geburtstagsfeiern gehen auf einmal 10 Minuten, während andere Verbrechen oder so oder Geldgeschäfte in einer Minute abgehandelt werden mit schnellen, zackigen Dialogen. Und dann gibt es auch das Garnett in den Opal reingucken, auf einmal reinguckt und auf einmal ein Flashback hat. Von seinem eigenen Leben. Was ich... Das finde ich, Garnett ist großartig in dem Film. Ja. Das ist unglaublich. Er ist halt 8 Meter hoch, ist unglaublich cool und er spielt auch wirklich gut. Und das, es ist mehr als ein Cameo-Auftritt, es ist mehr als Meta-Movie-Humor. Haha, nein. Er ist offizieller Bestandteil der Story und er ist wichtig dafür. Er ist auch als Figur wichtig, das ist es. Und es ist halt einfach ein interessanter Film, der gut umgesetzt ist und eine tolle Story hat. Super gefilmt von Darius Conji, der auch ganz schön viele Filme gemacht hat, die auch nichts damit zu tun haben. Was ich nur sagen möchte auch noch, Safdie, die Brüder, seid auf jeden Fall cooler als die Coen Brothers, ist auch nicht schwierig. Bei denen bin ich gespannt, was die noch in der Zukunft machen, weil wenn sie sowas wie Good Times auch ziemlich gut oder auch der Schwarze Diamant machen, dann haben sie auf jeden Fall einen großen Stellenwert schon für mich persönlich und ich freue mich darauf, was in Zukunft kommt. Der Schwarze Diamant, Empfehlung von uns beiden, guckt euch den mal unbedingt an. Ja. Und natürlich, ja. schreibt in die Kommentare, was ihr denn von Uncut Gems haltet. Oder wenn ihr natürlich kein Netflix-Abo habt, weil ihr Ehrenmänner seid, dann natürlich nicht. Vielleicht empfehlt ihr uns auch andere Filme im Crime-Genre, so eine Richtung, die wir vielleicht noch nicht kennen. Weil es ist so ein Genre, da redet sich eigentlich auch keiner drüber, weil es gibt ja nur Scarface so ein bisschen. Aber wie gesagt... Der von 1932. Natürlich, der mit Paul Mooney. Das ist der einzig Gute. Ja, wie gesagt, das war unser Review von Foon. Oh Gott, was ist denn los? Alles klar, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dahin.